Na, meine Liebe, wo tut es jetzt noch weh? Ganz unten in meinem Schlund. Mich sehe. Ist sie wieder gesund, Doc? Es ist eine Halsentzündung, Tommy. Bitte mal den Spachtel. Schon unterwegs, Doktor. Sie hat sicher geschwollene Mandeln. Danke, Chichi. Sagen Sie A. Ah. Es ist tatsächlich eine Mandelentzündung. Oh, Dr. Doolittle, ich bin ja so froh, dass Sie da sind. Doktor, ich habe eine ganz schreckliche Grippe. Ich niese und huste, dass ich gar nicht mehr aus den Augen gucken kann, Doktor. Aber, wer wird sich denn von einer Grippe unterkriegen lassen? Ihr nehmt sowas vielleicht auf die leichte Schulter. Für euch ist eine Erkältung eine Kleinigkeit, für uns eine Katastrophe, weil wir... Oh, das ist ja schlimmer als ein Orkan. Das ist wirklich ein Problem bei euch und ein lästiges dazu. Entschuldigung. Name? Elefant Erich. Und wie groß? 3,75 Meter. Ihr Beruf, Sir? Fußballspieler. Fußballspieler? Ja, Amateurliga linker Läufer. Linker Läufer. Wie alt sind Sie, Sir? Ich bin 4. Oh, ganz schön groß für dein Alter. Gewicht? Knappe 2000 Pfund. Dummer Knispel. Wie viel wiegst du dann erst, wenn du erwachsen bist? So, und außerdem Niesen, was hast du da noch für Beschwerden? Das sind schon die Beschwerden. Ich muss in einem fort niesen. Doktor, er muss schon wieder. Doch halte doch ein Taschentuch. Ich meine deine Hand vor den Mund. Gut, Tommy. Vorbei, wieder gut? Das ist wirklich schlimmer als eine gewöhnliche Grippe, mein Kleiner. Chichi, die Tasche bitte. Erhebt euch, Männer, und sprecht die Eidesformel. Auf unsere Ehre, als ordentliche Mitglieder der obersten Pirateninternationale, geloben wir feierlich trickreich. Feldschlagen? Raffinier. Und sämtliche Tiere zu Wasser und in der Luft zu unterwerfen, genau wie ihr sogenannter Wohltäter Dr. Doolittle. D-O-P-I. Doppi, yeah! Das war's. Also Leute, wir haben uns im Klassenzimmer hier versammelt, um die Frage zu erörtern, wo steckt Dr. Doolittle? Richtig? Richtig! Wir müssen Doolittle auftreiben, koste es, was es wolle. Nur so können wir an sein Geheimnis kommen. Richtig? Richtig! Praktisch bedeutet das, Männer, er muss entweder an Land oder auf dem Wasser sein. Richtig? Richtig! Und wir haben bereits festgestellt, er ist nicht auf dem Wasser. Richtig? Richtig! Also erhebt sich die Frage, wo ist er? Wo kann man das nicht sein? An Land natürlich, ihr Kohlköpfe! Selbstverständlich an Land, natürlich! Ja. Und deswegen, ihr Analphabeten, setzen wir unser neues Mini-Mini-Mini-Flugzeug ein. Aber ich bin diesmal der Pilot. Nein, du warst das letzte Mal der Pilot. Schluss! Hier ist doch keine Idiotenschule. Ich habe entschieden, dass Schweinebacke diesmal die Maschine fliegt, weil der mir nämlich was mitgebracht hat. Aha. Was habe ich, Doktor? Sagen Sie es, ich vertrage die Wahrheit. Erich, ich fürchte, du bist gegen irgendwas allergisch. Eine Allergie? Muss er deswegen immer zu niesen? In der Tat, Tommy. Allergien werden durch Überempfindlichkeit gegen Reize ausgelöst. Staub, Blütenstaub, gewisse Nahrungsmittel oder auch Heu. Das ist doch gar nichts Schlimmes. Er muss nur alles meiden, wogegen er allergisch ist, der Gute. Sowas ist leichter gesagt als getan, Tom. Ich fürchte, der liebe Erich verträgt ganz einfach Erdnüsse nicht. Erdnüsse? Darf ich in Zukunft keine Erdnüsse mehr futtern? Kein Grund zur Verzweiflung, Erich. Aber ich liebe doch Erdnüsse so. Ohne Erdnüsse kann ich überhaupt nicht leben, Dr. Doolittle. Tut mir leid, Erich, die musst du in Zukunft weglassen. Sie wissen gar nicht, Doktor, was Sie mir damit antun. Bin ich nur dazu verurteilt, mein ganzes Leben immer nur durch diesen dunklen Dschungel zu wandern? Darf ich nie wieder die süßen kleinen Erdnüsse naschen, die meine ganze Wonne sind? Können wir ihm denn nicht ein bisschen helfen, Doc? Aber ja, natürlich. Wirklich, Doktor? Erdnusszilin, das ist alles, was du brauchst. Erdnusszilin? Und dann darf ich sie weiterfuttern? Ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Erleichterung verschafft, Erich. Erdnusszilin ist die Nuss des Kolumbus. Ich bin ein guter Pilot, nicht wahr, Boss? Es haben schon größere Piloten diese Kiste geflogen. Danke, Boss. Du machst mir immer so wunderschöne Komplimente. Halt die Klappe und flieg! Und ihr haltet gefälligst die Augen auf nach Doolittle. Von einem Sturzflug zur Erde war nicht die Rede, geschweige denn von 1,80 Meter darunter. Ich übernehme jetzt das Steuer. Wie du befiehlst. Hier, bitteschön. Das ist das ganze Steuer?
Wer mit diesen Einfallspinseln umgehen muss, ist tief gesunken. 200 Schritte bis zum besten Drugstore im Dschungel. Da steht's ja dran, Dr. Doolittle. Dschungel-Drugstore. Ziemlich einsam hier. Kommt, wir gehen mal hinein. Fast gespenstisch, was, Doc? Ist hier jemand? Nein, tut mir leid. Hier ist niemand. Aber Sie sind doch hier. Ich? Ja, das stimmt, das ist wahr. Also bitte kommen Sie rein. So, was? Bitte, mein Herr? Was kann ich nun für Sie tun? Ach, bitte, Sir, wir hätten gerne ein bisschen Erdnusszelin. Sie meinen Erdnusszelin? Das hab ich. Hier muss doch irgendwo eine Musterpackung sein. Kommen Sie rein. Doch, du kannst doch nicht einfach in die Apotheke. Nicht doch, Ach, Sie sind schon drin. Na, mach. Nicht zu sehen. Bazillen fliegen hier rum, das ist ja furchtbar. Dieses Trampeltier hat meine ganzen Regale leer gepustet. Ich fürchte, jetzt werde ich überhaupt nichts mehr finden. Trotzdem brauche ich dieses Rezept. Tut mir leid, Sir. Ach du meine Güte. Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Ich bin Dr. Doolittle, Sir. Und Sie? Ich bin Dr. Livingston, Dschungelpharmazeut. Nicht zu fassen, dass es hier eine Apotheke gibt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und ich bin der Apotheker. Sie ist mein Eigentum. Dann können Sie mir die Medizin bestimmt herstellen. Wenn ich nur wüsste, wo mein Mörser ist. Ach, der findet sich an. Herr Livingston, Respekt zu diesem Sortiment. Das haben Sie gewiss. Das habe ich gewiss, dieses Rezept. Wo habe ich denn nur meine Brille? Die Brille ist da oben auf Ihrer Stirn, bitte. Jetzt kann ich die Schrift lesen. Ja, das habe ich. 3000 Milligramm von diesem Erdnusszelin? 3000 Milligramm? Diese Menge reicht ja für einen Elefanten aus. Ist ja für einen Elefanten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wo finden Sie den Elefanten, dem Sie das verabfolgen wollen? So einen gibt's doch gar nicht. Der Elefant, dem ich das eingeben will, steht dort, Doktor. Steht dort. Sind Sie auch sicher, Doktor, dass da drüben ein Elefant steht? Ja, ich habe gesehen, wie er reinkam. Was ist, Dr. Livingston? Können Sie mir dieses Rezept nun fertig machen? Was für ein Rezept, bitte? Das Rezept in Ihrer Hand, das da. Ja, dieses Rezept, das mache ich gleich fertig. Ersatzflecken für Leoparden ist es nicht. Was ist das? Ein Ersatzhorn für ein Einhorn. Auch nicht. Hühneraugenpflaster für Faultiere mit 3 Zehen. Auch nicht. 4 Ringe für Ringelschwanzäffchen. Ersatzstacheln für Stachelschweine. Und hier habe ich die Kniebandagen für die Kängurus. Was war das? Ich hab's. Das war Musik. Musik war das. Ja, das sind George und die Grasshoppers. Unsere Beat-Gruppe. Wie? Bitte. Riskieren Sie nur ein Auge, Dr. Livingston. Gesang ist überhaupt die Medizin gegen Niesen. Am besten, ihr singt alle mit. Dr. D für Schnupfenweh hat der nichts als weißen Schnee, okay? You've got an allergy. You've got an allergy. And friend, an allergy is something funny because it's something you can't see. So if your eyeballs water and your nose runs free, you've got an allergy, you see. You've got an allergy, you've got an allergy. And with an allergy, you gotta watch the things you eat repeatedly. Cause if your face got in pimples and you sneeze a lot, well, it's an allergy you've got. Some kids get it and they frown. Some kids get it, but they won't allow an allergy to get them down. You've got an allergy, and what's an allergy? Well, it's a straight condition caused by anything that might be flying free. So if you cough and you sneeze upon spring and fall, you've got an allergy, an allergy, an allergy, that's all. You've got an allergy, an allergy, an allergy, that's all. Das war wieder ein richtiger Heuler, George. Haha, ich habe es gefunden, Dr. Doolittle. So, na wie fein, ist ja wundervoll. Schweinebacke, wenn wir je wieder in die Zivilisation zurückfinden, erinnere mich daran, dass ich dir das Fliegen verbiete. Du hast die Suche nach Doolittle mit einer Jagd auf Wildgänse verwechselt. Gänse, hier sind Gänse, Kamerad. Du machst mich wahnsinnig. So schnell werden wir diesen Doolittle nicht finden. Hier, ich habe es gefunden. Ich habe es, Doktor. Aber das ist doch Erdnussöl. Auf dem Rezept steht Erdnusszelin. Du hättest dich auch etwas deutlicher ausdrücken können, mein Kleiner. Ob Erdnussöl oder Erdnusszelin, Hauptsache ich werde diese Allergie los. Dr. Livingston, einen Moment.
Ich glaube, dass ich aus diesem Erdnussöl und anderen Ingredienzien Erdnuss-Zelin machen kann, Doktor. Allerdings brauche ich dazu einen Eimer grüne Pilze. Ich weiß, diese hübschen, gefleckten grünen Pilze, ich weiß. Nicht doch, nein, ich meine diese Fimmelschilze, Schimmelfilze, ich meine, ich mach das schon. Sie verwirren mich, Dr. Doolittle. Was Sie brauchen, ist ein Eimer voll gefleckter grüner Pilzebester. Daraus können Sie Erdnuss-Zelin herstellen. Und diese Pilzchen wachsen nur im Dschungel. Gefleckte grüne Pilze wachsen nur im Dschungel, und zwar da, wo der Boden am allerfeuchtesten ist. Bitte nimm du den Eimer, Chi-Chi. Du trägst ihn aber, Erich. Wir müssen Pilze sammeln. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich euch bin. Hey, was ist das? Etwas entdeckt, Boss? Ja, dort. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass dieses Kerlchen da auf dem Weg zu Dr. Doolittle ist. Und Männer, diesen Kunden schnappen wir uns, worauf ihr euch verlassen könnt. Nehmt ihn als Geisel, dann muss Doolittle Falbe bekennen. Dann muss er uns Secreto verraten, wie man mit Tieren spricht. Und dann wird uns nichts mehr aufhalten. Dann sind wir wirklich die Größten. Sperrt Augen und Ohren auf. Wehe euch, wenn er uns wieder entwischt. Dieses Mal entwischt er uns nicht, so wahr ich der Tarzan des Urwaldes bin. Und ich bin bloßes Westelheld wie Old Schmettelhänd. Ihr Quasselstrippen, ihr haltet den Rand. Muss euch der Junge hören? Tommy, da drüben habe ich welche gesehen. Na endlich, Chi-Chi. Wird höchste Zeit, dass wir die Pilze finden. Sind das aber große Pilze? Na macht nichts. Davon brauchen wir nicht zu viel zu sammeln. Sammeln im Urwald Pilze, die zwei. Oui, Monsieur. Grüne Pilze und obendrein gefleckt. Ist mir völlig egal, ob sie grüne oder rote Flecken haben. Ich habe keine Lust, meine wertvolle Zeit zu vergeuden und mit euch über Pilze zu reden. Ich brauche Doolittle. Sofort! Boss, sieh mal diese Superpilzchen. Die habe ich nur für dich gepflückt. Sind die nicht wunderherrlich? Vielleicht suchen die überhaupt solche Superpilze. Man sollte sie als Köder und Lockmittel hinstellen. Wir müssen uns aber beeilen, bevor sie genug von dem Zeug gesammelt haben. Los, kommt! Aber Boss, ich dachte doch... Sollten wir nicht dieses Bürschchen ergreifen, damit es uns zu Doolittle führt? Ich habe mir nun aber mal in meinen Kopf gesetzt, dass er zu uns kommt, der Doktor. Und zwar sehr plötzlich. Ich glaube, Chi-Chi, wir haben genug gesammelt. Ein Elefant benötigt sehr viel Erdnuss-Zelin. Chi-Chi, sieh nur. Junge, Junge, sind das Riesenpilze. Wirklich? Die sind viel besser als diese Murkel. Da drüben steht ein noch größerer. Hau! Hat die eine Wurzel? Nochmal! Wir haben ihn. Wir haben den Knaben. Hau ab, Chi-Chi! Türme! Aber Tommy, du bist in eine Falle gelaufen. Dieser Affe, wir müssen uns Affen schnappen. Lauf, mach schnell, Chi-Chi! Lauf schon, lauf! Komm sofort zurück, du unverschämter Affe! Moment! Halt, ihr Esel! Der Affe rennt jetzt zu Doolittle. Und Doolittle kommt wie der Blitz angelaufen, um dieses Früchtchen zu retten. Euch fällt Dr. Doolittle nicht in die Hände, Sam Scurvy. Er ist viel zu geschickt. Was verstehst du schon davon? Wenn er geschickt ist, verrät er mir sein Geheimnis. Oder du bist fällig, du vorlauter Ratte. Dr. Doolittle! Dr. Doolittle! Doktor! Doktor! Ja, Chi-Chi, was ist los? Etwas Fürchterliches ist los. Als wir vorhin diese gefleckten Pilze gesammelt haben, solche Apparate hatten wir gefunden, kam plötzlich das Netz runter und zack, schwebte Tommy in der Luft. Ich flehe Sie an, Doc. Sie müssen gleich was unternehmen. Erich, jetzt kannst du uns helfen. Kommst du mit? Wie können Sie da nur fragen, Doktor? Ich bin zwar nur ein dummer kleiner Elefant mit einer Allergie, aber ich helfe euch. Jetzt ist Schluss. Jetzt muss der Doktor mit seinem Geheimnis rausrücken. Ja, Boss. Schluss mit Ausrücken. Jetzt wird er rausrücken. Darauf verwette ich meinen vorletzten Zahn. Dann versteht man dich nachher ja gar nicht mehr. Nein, ist das nicht wundervoll? Dann hört keiner den Blödsinn, den ich verzapfe. Hey, Boss, sieht mein Äuglein richtig? Steht dort ein Elefant?
Was machen wir jetzt, Doktor? Das weiß ich noch nicht, Chichi. Ich schätze, die Kerle haben mich entdeckt. Ich bin gespannt, ob du ihm das Geheimnis wert bist, deinem Meister. Ihr Plan haut nie im Leben hin, Scurvy. Haben Sie das eben gehört, Doolittle? Er sagt, mein Plan haut nie im Leben hin. Wir müssen etwas unternehmen, Erich. Und sehr rasch. Aber was? Wir sind nur zu dritt, Sir. Zu zweit nur. Ich falle aus. Ich kann im Augenblick nur nicht. Das ist die Lösung. Was ist die Lösung? Erich, selbstverständlich. Ich glaube, das Problem hätten wir gelöst. Hallo, Mrs. Kirby. Hallo, Mr. Doolittle. Ich möchte Sie nachdrücklich warnen. Wenn Sie Tommy nicht auf der Stelle freilassen, pusten wir Sie ins Meer. Pusten Sie uns ins Meer? Ach was. Und womit? Mit diesem Sack hier voller Erdnüsse. Mit diesem Sack voller Erdnüsse? Ein Sack mit Erdnüsse? Witzbold. Mama mia, der hat doch eine Meise unter Pony. Diesel Doktor hat ja nicht mehr alle Zähne im Flesse. Hoffentlich bewerfen die Brüder uns nicht mit Walnüssen, denn dann wird es echt gefährlich. Wer wirft denn da mit Lehm? Der soll sich doch was schämen. Er kann doch mal was anders nehmen als ausgerechnet Lehm. Wer wirft da mit der Nuss? Hört auf mit diesem Stuss! Auf alle Fälle haben wir Ihnen eine Chance gegeben. Okay, Chichi. Erich, bist du bereit? Ich darf zwar nicht, aber man muss manchmal im Leben Opfer bringen. Doch wenn ich ehrlich sein soll, so groß ist das Opfer nun auch wieder nicht. Doolittle, das werden Sie schwer büßen. Denken Sie an meine Wohl. Hilfe! Wie fühlst du dich jetzt, Erich? Ganz großartig fühle ich mich. Ihr Mittel, das Erdnusschelin, ist ein Knüller. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei dir. Und ich bedanke mich ganz besonders. Erich, wenn du uns nicht geholfen hättest, stünde er jetzt nicht hier, unser Tommy. Darf ich dich darauf aufmerksam machen? Wenn du in Zukunft niesen musst, denk an den kleinen Löffel mit Erdnusschelin. Und das Niesen ist wie weggeblasen. Geht in Ordnung, Doktor. Auf Wiedersehen im Dschungel. Lass dir keine Erdnuss aus Plastik andrehen. Erdnuss! Ist das nicht wundervolles Segelwetter?